Hey, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, zumindest ist es bei mir gerade morgens. Und ich hoffe, dass ihr einen tollen Start in das neue Jahr hattet. Ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen bin ich noch so ein bisschen im Halbschlaf. Ich habe mir erstmal nur einen Tee gemacht und ich möchte heute den Tag nutzen, um das neue Jahr zu begrüßen, um mich so ein bisschen vorzubereiten. Ich bin gestern Abend erst nach Hause gekommen. Ich war 2 Wochen lang bei meinen Eltern und bin jetzt immer noch so ein bisschen im Urlaubsmodus. Ich hatte das letzte Jahr über gar keinen richtigen Urlaub. Also ich hatte keine Zeit, in der ich mir wirklich komplett freigenommen habe. Deswegen wollte ich jetzt wenigstens über die Feiertage halt so größtenteils frei machen. Ich hatte eigentlich für diese Zeit Videos vorgedreht, aber als ich dann bei meinen Eltern war, hatte ich auch keine Lust, die zu schneiden und wollte halt einfach die Zeit dort genießen. Aber diese Videos werde ich jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall schneiden. Also die kommen auf jeden Fall noch. Und ich bin jetzt gestern Abend nach Hause gekommen. Ich habe eigentlich noch gar nichts gemacht. Mein Koffer liegt noch unausgepackt hier neben mir. Anscheinend hatte ich auch noch Wäsche in der Waschmaschine vergessen. Also die war nicht mehr komplett nass. Die war schon einmal getrocknet, aber die war noch so leicht feucht. Deswegen werde ich die gleich wahrscheinlich nochmal auffrischen müssen. Die Kamera ist zwischenzeitlich leider ausgegangen. Ich habe währenddessen Insta-Stories gemacht und jetzt bin ich wieder zurück. Auf jeden Fall weiß ich nicht mehr genau, was ich eben noch sagen wollte. Ich hatte auf jeden Fall den Satz aufgehört mit "Die Wohnung ist..." Die Wohnung ist gerade in einem ziemlich chaotischen Zustand, kann ich auf jeden Fall sagen. Hier liegt überall Wäsche rum und Weihnachtsgeschenke, Lebensmittel, die irgendwie verräumt werden möchten. Und wie ihr wisst, solange die Wohnung nicht ordentlich ist, kann ich nicht klar denken. Und deswegen steht das für mich heute auf jeden Fall als erstes auf der To-Do-Liste. Ich werfe mal gerade einen Blick auf die Uhr. Ich habe das Gefühl, es hat jetzt alles mega lange gedauert. Ja, hat es. Es ist jetzt 20 vor 11. Ich denke, mein Tee ist jetzt soweit abgekühlt, dass ich ihn trinken kann. Dann werde ich jetzt schnell was frühstücken. Irgendwie habe ich mir für heute, glaube ich, auch wieder viel zu viel vorgenommen. Also erstmal möchte ich hier, wie gesagt, Ordnung machen. Dann möchte ich heute am liebsten noch das eine Video schneiden, was ich jetzt vorgedreht hatte. Dann möchte ich noch einen Ausflug mit Sasu machen. Und dann möchte ich eigentlich auch noch in eine Buchhandlung. Es gibt nämlich noch ein paar Bücher, die ich gerne hätte. Und abgesehen davon möchte ich mich auch noch an meinen neuen Jahresplaner setzen und so meine Jahresplanung ein bisschen angehen. Also das werde ich auf jeden Fall nicht alles heute schaffen. Und meine Jahresplanung dauert auch, denke ich mal, sowieso eher so ein paar Tage. Falls ihr meine letzten Videos gesehen habt, vor allem das Mental Health Video, dann wisst ihr, dass ich momentan so ein bisschen plan- und ziellos bin. Ja, und deswegen werde ich da auf jeden Fall etwas länger brauchen, um mich da irgendwie zu finden, irgendwie einen Weg zu finden, Ziele zu finden. Ich habe schon ein bisschen was im Kopf, aber daraus irgendwie so eine klare Linie, einen klaren Weg zu machen, das wird, denke ich, ein bisschen länger dauern. Also ich gucke einfach mal, was ich jetzt heute alles schaffe und höre jetzt auf zu reden und fange an. Ich gebe euch erstmal einen kleinen Überblick über das, was heute so ansteht. Hier ist es eigentlich ganz okay, also dieser Koffer, der muss weg und eingeräumt, ausgeräumt werden. I don't know. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Das hier habe ich zu Weihnachten bekommen. Oh mein Gott, mega cool. Animal Crossing Monopoly. Allerdings ist es auf Französisch. Das gibt es, soweit ich weiß, noch nicht auf Deutsch. Und ich mache mich mal die Tage auch noch dran, diese Karten zu übersetzen. Also zum Glück kann ich Französisch einigermaßen. Und dann können wir das hoffentlich auch bald schon spielen. Hier oben liegt eigentlich nicht viel rum, nur mein Laptop und Krimskrams. Den Weihnachtsbaum lasse ich erstmal noch stehen, weil ich noch so ein bisschen den Christmas Spirit genießen möchte. Bett machen, natürlich. Hier seht ihr den ersten Wäscheberg. Diese Wäsche steht hier, glaube ich, auch schon seit ich weggefahren bin. Hier ist mein Koffer, den ich auspacken muss und meine Tasche. Und hier drüben geht es ähnlich weiter. Ich habe jetzt für die nächsten Wochen, für die nächsten Kooperationen hier schon so ein bisschen was zugeschickt bekommen. Die Sachen muss ich heute auspacken. Und hier drüben sind auch noch so ein paar Weihnachtsgeschenke, so selbstgekochte Marmeladen und sowas. Und das muss alles irgendwie untergebracht werden in diesem Schrank. Und ihr kennt diesen Schrank. Und dieser Schrank, der sieht konstant so aus. Und ich komme damit nicht klar. Ich muss irgendwie eine Lösung dafür finden. Ich weiß nicht. Ich habe diesen Schrank schon so oft aufgeräumt und er sieht immer spätestens nach einer Woche wieder genauso aus. Also irgendetwas mache ich hier falsch. Also ich gebe zu, für jemanden, der gerne kocht und der auch gerne viele verschiedene Sachen kocht, ist das natürlich auch ein ziemlich kleiner Vorratsschrank, wobei ich ja auch noch hier die trockenen Sachen habe. Aber das geht so auf jeden Fall nicht. Also hier muss ich auf jeden Fall was ändern. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich das hier besser machen kann,
Schreibt sie mir gerne. Ich wäre sehr dankbar. Bevor ich gefahren bin, habe ich mir übrigens zwei Gewürze gekauft, die ich euch voll gern zeigen würde, weil viele von euch auch sowas suchen. Und zwar habe ich einmal hier dieses Chai-Tee-Gewürz. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Chai-Latte und das hat sehr vielversprechend gerochen. Momentan nutze ich noch diesen Sirup von McCafé, den hatte ich auch geschenkt bekommen. Und der ist auch sehr lecker, allerdings ist er mir zu süß und hat dafür zu wenig Gewürz. Wisst ihr, was ich meine? Also damit der genug nach Chai schmeckt, muss ich da richtig viel reinmachen und dann ist er mir meistens schon zu süß. Und in diesem Gewürz ist halt kein Süßungsmittel drin und dann hat man da natürlich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Und das zweite, ich trinke so gerne Punsch, Glühwein. Also ich trinke keinen Alkohol, ich hole mir immer nur so Kinderpunsch. Und da habe ich dieses Glühweingewürz hier gefunden und ich glaube, es ist wesentlich günstiger, das hier mit Saft zu mischen, als jedes Mal eine Punschflasche zu kaufen. Auf jeden Fall, dieser Schrank ist, glaube ich, das letzte, dem ich mich widmen werde, weil ich da echt ratlos bin. Ansonsten ist hier auch ein bisschen Krimskrams und mein Freund hat einen Picknickkorb gekauft. Ich freue mich so sehr. Ich träume schon sehr lange von einem Picknickkorb und auch wenn es natürlich relativ viel Platz wegnimmt, bin ich der Meinung, dass es mir und uns sehr viel Freude bereiten wird. So sieht das Ganze aus. Ich finde es mega cute und ich bin jetzt schon so voll in Frühlings- und Sommerstimmung, wenn ich mir das angucke. Ich habe auch ein Buch zu Weihnachten bekommen über Selbstversorgung und das erzeugt in mir auch schon so richtig Frühlingsstimmung. Ich freue mich einfach schon so richtig auf den Frühling, aufs Gemüse anbauen. Allerdings habe ich mir tatsächlich noch keinen Garten gemietet für dieses Jahr, weil ich noch nicht so genau weiß, wo ich das machen werde. Ob ich wieder zu den gleichen gehe wie letztes Jahr oder vielleicht mal was anderes ausprobiere. Muss ich mich auf jeden Fall jetzt auch in der nächsten Zeit drum kümmern, weil sowas ist ja auch irgendwann dann mal ausgebucht. Aber gehen wir weiter in die Küche. Hier geht es vor allem um Wäsche und Geschirr. Und der Kühlschrank, der möchte dann auch irgendwann gefüllt werden, damit wir hier dann auch wieder lecker, gesund kochen können. Denn wie ihr seht, ist hier nichts an Gemüse drin. Irgendwie muss ich mich in diesem Video auch super kurz fassen, weil ich wieder über so viele verschiedene Sachen reden will. Jetzt gerade, wo ich den Kühlschrank sehe, denke ich auch schon wieder über meine Ernährung nach. Und eigentlich wollte ich ja auch noch ein Video zu meiner Ernährungsumstellung machen. Ich muss mir mal alles, was ich irgendwie machen möchte, auf einen Zettel schreiben oder in meinen Planer und das dann mal irgendwie organisieren. Auf jeden Fall ist meine Ernährungsumstellung jetzt auf jeden Fall auch einer der wichtigsten Punkte auf meiner To-Do-Liste, weil, darüber habe ich ja auch im letzten Video schon geredet, meine Ernährung der letzten Monate mir echt überhaupt nicht gut getan hat. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen besser geworden, aber man sieht das bei mir immer sehr gut an meiner Haut. Also wenn ich so viele Pickel bekomme, ist das bei mir inzwischen... Früher hatte ich da kein Problem mit, aber inzwischen ist es meistens so, wenn ich sehr viel Zucker und sehr viel Fett esse, dann reagiert meine Haut einfach sofort. Und jetzt von den ganzen Plätzchen und so weiter habe ich einfach super viele Pickel bekommen. Und jetzt so die letzte Woche habe ich das schon wieder reduziert und dadurch geht es jetzt auch langsam schon wieder weg. Aber das ist nicht das einzige Problem. Wenn es nur um meine Haut ging, das wäre das eine. Aber ich fühle mich halt auch einfach schlecht, wenn ich mich schlecht ernähre. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema für ein eigentlich anderes Video. Ich baue jetzt mal das Stativ auf, mache mir gerade ein bisschen was zum Frühstück und dann räumen wir hier mal auf. Schon der nächste Tag. Ich habe gestern noch relativ viel geschafft. Hier im Schlafzimmer habe ich eigentlich größtenteils alles aufgeräumt. Das Einzige, was noch fehlt, sind meine Koffer da hinten. Das mache ich dann heute noch. Außerdem habe ich gestern noch die Wohnung einmal grob gestaubsaugt und dann war ich mit Sasu noch draußen und wir
waren in der Buchhandlung und ich habe dort tatsächlich alle Bücher gefunden, die ich gesucht habe. Das hat mich sehr gefreut. Und abends stand dann nur noch Kochen an und dann ging es auch mehr oder weniger schon ins Bett. Ja, und heute Morgen habe ich mich ein bisschen wegen dem Garten informiert. Ich habe mir verschiedene Standorte, verschiedene Anbieter angeguckt. Und ich denke, ich werde heute Abend dann einen Garten buchen für dieses Jahr. Dann habe ich das auch schon mal erledigt. Jetzt heute steht noch eine ganz andere Sache auf meiner... Ich möchte es eigentlich nicht To-Do-Liste nennen, weil das bei mir irgendwie so einen Stress erzeugt. Ich nenne es einfach mal Wunschliste oder so. Eigentlich auch vollkommen egal, wie ich es nenne. Ich möchte heute auf jeden Fall in eine Bibliothek gehen. Mein Bibliotheksausweis ist auch abgelaufen vor ein paar Wochen. Kesasu. Mein Aus... Das sind aber auch sehr schöne Aufnahmen. Und den Ausweis möchte ich jetzt einmal erneuern. Und ich wollte mir auch ein Buch oder mehrere Bücher holen. Und zwar möchte ich meine Ukulele-Skills so ein bisschen verbessern. Und bisher habe ich das hauptsächlich mit YouTube-Videos gemacht. Aber ich dachte mir, ich würde auch gerne mal wieder so ein Oldschool-Buch, vielleicht mit einer CD oder so, ausprobieren. Aber ich denke, ich fahre so gegen 14 oder 15 Uhr, heißt, ich habe jetzt noch so 1-2 Stunden und in dieser Zeit werde ich mich um die Koffer hier kümmern. Also dieser Koffer ist leer, den habe ich ja gestern ausgeräumt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt vor den Feiertagen alles in diesen Koffer hier reingestopft habe. Ich glaube, meine gesamten Sommerklamotten und dann noch so ein bisschen anderes Zeug. Ja, genau. Da das einfach ein bisschen praktischer für mich ist, tue ich meine Kleidungsstücke, die ich ja in ein paar Monaten wieder brauchen werde, in den kleinen Koffer. Und in den großen Koffer sollen nur Sachen, die ich echt so gut wie nie brauche. Hier ist zum Beispiel Campingzeug drin, also ein Schlafsack und mein Zelt. Außerdem die Weihnachtskugeln. Ja, und die Sachen für den Garten, also das Kulturschutznetz, das packe ich auch in den Koffer mit rein. Und dann habe ich auch noch so ein paar, ich nenne es mal, sentimentale Gegenstände, von denen ich mich nicht trennen möchte oder noch nicht trennen möchte, vielleicht irgendwann, kann ich nicht vorhersagen, die tue ich auch in den großen Koffer. Irgendwie gestern Abend habe ich mir so ein bisschen Druck gemacht, weil wir haben ja jetzt schon den 6. Januar und irgendwie bin ich noch so in der Vorbereitung fürs Jahr. Also so die Jahre vorher habe ich das immer schon halt früher gemacht, damit ich am 1. so richtig loslegen kann und dieses Jahr habe ich das nicht gemacht. Ich glaube, letztes Jahr habe ich es auch nicht gemacht. Und irgendwie, ich wollte dann gestern YouTube-Videos gucken und ich habe auch so viele Neujahrsvideos gesehen und Vorsätze und so weiter. Also ich habe mir keine Videos angeguckt, weil mich letztendlich nichts angesprochen hat. Aber irgendwie habe ich mir dann selber so einen Druck gemacht, dass ich einfach so gefühlt schon am Anfang des Jahres hinterherhinke. Aber jetzt heute habe ich mal in Ruhe darüber nachgedacht und versuche mir das nicht so zu Herzen zu nehmen. Dieses Jahr soll es für mich ja auch so darum gehen, mir die Zeit für mich zu nehmen, mir Zeit zu nehmen, mich um mich zu kümmern und zu heilen. Und ich möchte dieses Jahr ganz, ganz viel mit der Vergangenheit abschließen und einfach mich auf das Neue freuen und auf die Zukunft und auf das Hier und Jetzt. Und da gehört für mich auch dazu, dass ich es jetzt einfach mal langsam mache und nicht immer 5 Sachen gleichzeitig mache und mich total hetze und möglichst irgendwie keine Stille aufkommen lasse und so weiter. Über das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre war ich einfach so extrem gestresst und mein Körper kommt gar nicht zur Ruhe. Ich bin konstant so richtig auf Spannung und ich versuche jetzt einfach mal das genaue Gegenteil zu machen. Ich habe mir jetzt eben auch überlegt, dass ich vielleicht jetzt immer nur einen To-Do-Listen-Punkt pro Tag in Angriff nehmen werde, weil das ist mir die letzten Wochen auch aufgefallen und deswegen hat es mir auch so gut getan, meinen alten Jahresplaner wegzutun, weil der einfach nur aus verschobenen To-Do-Listen bestand oder aus unvollständigen To-Do-Listen. Ich habe das ganze Jahr über immer so riesige Listen erstellt, was einerseits für mich auch eine Beruhigung war, weil ich dadurch das Gefühl hatte, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Also ich mache immer diesen Braindump, wo man einfach alles aufschreibt, was einem irgendwie einfällt, was man erledigen muss. Und
Bei mir waren da aber auch voll aufwendige Sachen immer mit dabei, die man nicht einfach mal so an einem Tag oder in einer Woche macht. Ja, aber auch die kleinen Sachen. Ich habe mir für jeden Tag immer so viele Sachen aufgeschrieben und auch echt jede Kleinigkeit aufgeschrieben. In manchen Wochen ging es auch. Also in manchen Wochen habe ich auch nur ein, zwei Sachen pro Tag aufgeschrieben. Die habe ich dann meistens auch erledigt. Manchmal habe ich aber auch diese Sachen nicht erledigt. Ja, und dieser ganze Planer, der hatte für mich einfach so einen Vibe bekommen von, ich habe nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Ja, und in meinen neuen Jahresplaner habe ich jetzt noch gar nichts reingeschrieben, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das angehen möchte. Aber ich denke, so ein To-Do pro Tag ist für mich auf jeden Fall ein guter Anfang, weil es nicht überfordernd ist, aber gleichzeitig ist es auch nicht so, dass ich am Ende dann gar nichts geschafft habe, weil da fühle ich mich dann auch nicht gut. Also ich denke, ich werde es so machen, dass ich jetzt ein To-Do, also so eine größere Erledigung pro Tag habe. Ich habe kurz vor Weihnachten noch meinen Weihnachtsbaumständer verkauft, was mich jetzt sehr freut, weil der sehr viel Platz weggenommen hat und ich möchte höchstwahrscheinlich, denke ich, keinen echten Baum mehr. Also ich bin jetzt eigentlich echt zufrieden mit dem künstlichen, den kann ich jedes Jahr wieder verwenden. Und den Platz, den ich jetzt hier gewonnen habe, den kann ich ganz gut nutzen. Ich habe sehr, sehr viele Kuscheltiere, verurteilt mich nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, Kuscheltiere waren für mich schon immer so voll des Herzens Ding und ich habe immer noch sehr viele. Also generell bin ich ja nicht so, dass ich viele sentimentale Gegenstände habe und so. Also zu den wenigsten Gegenständen habe ich groß eine sentimentale Verbindung. Ich mache auch fast nie Fotos. Also bei Fotos bin ich wirklich sehr bewusst, was ich fotografiere und was ich wirklich aufbewahre an Fotos. Ja, aber ich habe schon noch so ein paar Sachen aus meiner Kindheit, an denen ich ziemlich hänge. Und das sind vor allem diese Kuscheltiere. Cool, hier ist immer noch Platz drin. Achso, ja, da kommt ja noch der Weihnachtsbaum rein, wenn der abgebaut ist. Von daher passt es jetzt gerade perfekt. Ich mache mir da aber auch insgesamt gar keinen Stress. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde. Was ist, wenn man an Sachen noch hängt und man weiß, dass man die eigentlich nicht braucht. Also bei mir ist es so, dass ich mir da wirklich gar keinen Stress mache. Meistens ist es so, dass es halt einfach, ich sag mal, noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zum Beispiel, ich habe hier drüben, könnt ihr das sehen? Nee. In dieser Kiste hier ist noch mein Abiballkleid und davon wollte ich mich bisher nicht trennen. Einmal, weil es für mich irgendwie auch ein schönes Erinnerungsstück ist. Und andererseits, weil ich halt auch so ein schickes Kleid haben wollte, falls ich mal irgendwie nochmal auf den Ball gehe oder so. Zum Beispiel war ich vor ein paar Jahren auf dem Uniball. Und da habe ich das halt nochmal angezogen. Für Hochzeiten ist es, finde ich, nicht so sehr geeignet, weil es halt fast weiß ist. Und viele mögen das ja nicht so gerne, wenn jemand weiß trägt auf der Hochzeit. Ja, aber dieses Jahr war ich ja auf einer Hochzeit von einer Freundin und dann habe ich mir dieses Kleid hier gekauft. Secondhand. Und dieses Kleid, das sitzt einfach so gut und ich finde es so schön. Und mein Abiballkleid, das ist mir halt eigentlich viel zu groß. Das ist mir echt obenrum so mindestens mal zwei Nummern zu groß. Und das war auch schon beim Abi so. Ja, und als ich jetzt dieses Kleid anhatte, habe ich so richtig gespürt, ich bin jetzt quasi bereit, das andere Teil gehen zu lassen. Das hört sich jetzt viel zu tiefgründig an dafür, dass es nur um Kleidungsstücke geht. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich übertrage das auf alle anderen Sachen auch. Es gibt einfach Dinge, an denen hängt man noch. Und irgendwann kommt der Tag, eventuell, an denen man das nicht mehr als so wichtig empfindet. Oder wo man einfach merkt, es war schön, diese Sache zu haben, aber ich brauche jetzt nicht mehr diesen Erinnerungsgegenstand, weil ich habe ja die Erinnerung selbst. Also ich brauche keinen Gegenstand, um mich daran zu erinnern. Ich habe hier zum Beispiel, ich bin hier schon länger nicht mehr durchgegangen, mein Ticket zur nachhaltigen Fashion Week. Das habe ich aufbewahrt, weil das war für mich so voll das coole Erlebnis, das war so das erste Mal. Aber manchmal ist es dann auch so, ich habe das jetzt letztes Mal, als ich diese Kiste geöffnet habe, als ich hier die Sachen umgeräumt habe, habe ich das gesehen und dann dachte ich nur, wieso habe ich denn das aufgehoben? Also was ich sagen möchte ist, macht euch keinen Stress. Manchmal hängt man an Dingen und irgendwann später merkt man, okay, ich hänge jetzt nicht mehr da dran. Ich finde, man sollte nichts erzwingen und sich nicht von irgendwas trennen, wo man irgendwie doch noch dran hängt, weil am Ende bereut man das vielleicht. Und ich finde, solange es jetzt nicht total stört, ist es nicht schlimm, das aufzubewahren. Aber gerade bei so sentimentalen Gegenständen ist natürlich auch immer super interessant zu gucken, warum hängt man eigentlich genau an diesem
Gegenstand. Bei mir sind es meistens Gegenstände, die irgendwie mit Beziehungen, mit Freundschaften, die vielleicht nicht mehr so aktiv sind, zu tun haben. Meistens ist es irgendwas mit der Familie oder mit Freunden. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass bei vielen dieser sentimentalen Gegenstände, die jetzt mit Beziehungen zusammenhängen, es letztendlich doch besser tut, wenn man sie aussortiert. Ja, aber das kann man nicht so allgemein sagen. Es hängt halt immer von der jeweiligen Situation ab. Irgendwie habe ich jetzt wieder sehr viel geredet und ein bisschen vergessen, was ich hier eigentlich am machen bin. Noch ein anderes Thema. Wir starten ja ganz entspannt ins neue Jahr. Ich habe die Tage mal nach Wohnungen geguckt. Also ich bin sehr glücklich mit der Wohnung hier. Das Einzige ist halt, jetzt als ich bei meinen Eltern war, habe ich zweimal ein Bad genommen. Die haben gerade ein neues Badezimmer bekommen und ich habe es einfach so sehr genossen und es fehlt mir, so eine Badewanne zu haben. Und ich hätte auch gerne ein größeres Esszimmer, weil ich schon sehr lange davon träume, so einen großen Esstisch zu haben und dann immer Freunde einzuladen oder Familie und für alle zu kochen und so. Und ich stelle mir das richtig schön vor. Und hier ist aber nicht so der Platz für so einen großen Esstisch. Aber ansonsten bin ich hier echt absolut zufrieden. Aber das hat mich nur dazu gebracht, dass ich jetzt mal kurz nach Wohnungen geguckt habe, wie es so momentan aussieht. Und oh mein Gott, es sind ja jetzt schon 1,5 Jahre, seit ich hier wohne. Und damals war es schon krass, als ich geguckt habe. Aber jetzt gibt es ja einfach gar keine Wohnung mehr. Also es gibt nichts. Das hat mich schon ziemlich schockiert. Es sei denn, man ist total reich, dann gibt es immer was. Und das hat mich dann wieder auf den Gedanken gebracht, dass ich diese Wohnung einfach noch schöner machen möchte. Ich möchte mich hier so wohl fühlen, wie es nur geht. Und ich habe ja jetzt über die letzten Monate auch schon wieder fleißig aussortiert, aber ich denke, da geht noch mehr. Ich finde das immer so total faszinierend. Wir hatten letztens so Dokus über Tiny-Häuser geguckt und ich gucke mir auch ganz gerne so Videos an von Leuten, die halt so ganz kleine Wohnungen, Einzimmerwohnungen so perfekt einrichten, sodass man halt den Platz so gut es geht ausnutzt. Und ich finde, dass diese Wohnung an sich groß genug ist. Also meine Wohnung in Koblenz, die hatte ca. 55 Quadratmeter und das war für mich zu viel. Also für uns zu zweit war das zu viel. Eigentlich haben wir immer nur ein Zimmer wirklich benutzt, in das andere ist man höchstens ja zum Schlafen gegangen. Und deswegen finde ich, dass die Wohnung eigentlich gar nicht größer sein müsste als diese. Es wäre nur vielleicht gut, wenn es anders verteilt wäre oder wenn man es besser nutzt. Und deswegen bin ich jetzt die letzten Tage so im Hin und Her überlegen, wie man diese Wohnung irgendwie noch optimieren könnte. Das ist halt auch so voll mein Ding und voll mein Hobby. Ich interessiere mich voll so für Inneneinrichtung und Gestaltung und ich war schon immer so ständig am Umdekorieren und am Umstellen und es macht mir einfach Spaß. Und ich habe in den letzten Wochen echt viele Dokus über Minimalismus und Aussortieren geguckt, weil ich das einfach immer super spannend finde, auch gerade zu sehen, wie andere Leute auszusortieren und wie andere Leute sich zu Hause organisieren. Und bei vielen hatte ich das Gefühl, es ging immer nur darum, irgendwie bessere Verstaumöglichkeiten zu finden und so. Dabei finde ich persönlich es viel wichtiger, dass man erstmal dafür sorgt, dass man nicht so viele unnötige Dinge hat, weil dann braucht man auch gar nicht so viel Stauraum. Und das merke ich bei mir, obwohl ich so lange schon aussortiere und auch schon echt auf einem, ich denke, recht niedrigen Niveau angekommen bin. Also, dass ich nicht so viele Dinge besitze, meine ich. Trotzdem fällt mir das bei mir auch noch auf. Jetzt zum Beispiel, als ich den Weihnachtsbaumständer verkauft habe, das Ding, das hat einfach so viel Platz weggenommen und ich nutze es nicht oder ich nutze es nur einmal im Jahr. Und ich weiß, dass ich immer noch viele Teile habe, die ich nicht viel nutze oder von denen ich weiß, dass ich mich eigentlich von denen trennen möchte, aber halt genau die Sache, dass ich noch irgendwie das Gefühl habe, ich möchte sie noch behalten. Und ich merke aber gleichzeitig auch, dass bei vielen Sachen jetzt, glaube ich, auch der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich sie wirklich aussortieren kann und wo das kein Problem mehr für mich ist. Und das freut mich und das motiviert mich und erzeugt so ein Kribbeln in den Fingern, dass ich jetzt sofort loslegen möchte. Ich habe genug geredet. Ich räume das jetzt mal unters Bett, also die Koffer und dann schauen wir mal weiter. Es ist jetzt circa 2 Wochen später und ich wollte euch nochmal ein kleines Update geben. Ich denke, ich werde dieses Video auf jeden Fall irgendwas mit langsamer Start nennen, denn mein Start in dieses Jahr war wirklich sehr langsam. Ich kam jetzt gestern endlich dazu, mir meine Ziele für dieses Jahr zu setzen
Und es hat auch echt eine ganze Weile gedauert. Also ich saß echt mehrere Stunden dran. Aber ich bin echt zufrieden mit dem, was ich mir so aufgeschrieben habe. Ich mache das immer so, dass ich das sehr ausführlich ausformuliere. Ich zeige euch mal die Startseite. Ich habe mich bei meinen Zielen an 5 Überbegriffen orientiert, die ich aus einem Buch habe, nämlich das Buch Minimalismus von The Minimalists. Ja, und diese 5 Werte sind Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, Leidenschaften, Beziehungen und soziales Engagement. Und ich werde auf jeden Fall jetzt nicht auf alles so ganz genau eingehen, es ist auch ziemlich persönlich. Aber mal so ganz grob, der erste Wert, Gesundheit, ist bei mir auf jeden Fall ein großer Fokus dieses Jahr. Ich möchte mich mehr bewegen, besser ernähren und das ist für mich nicht einfach nur so ein Vorsatz, ich will mehr Sport machen und ich will gesünder essen, sondern es ist für mich halt wirklich essentiell, weil ich einfach im letzten Jahr doch sehr stark erlebt habe, wie es laufen kann, wenn man sich nicht viel bewegt und wenn man sich nicht gesund ernährt. Ja, und die gesundheitlichen Schwierigkeiten, die ich jetzt letztes Jahr schon hatte, möchte ich auf jeden Fall nicht noch weiter festigen oder noch verschlimmern. Im Gegenteil, ich möchte, dass es besser wird und dass ich mich wieder komplett gut fühle. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall so eine absolute Priorität. Bei persönlicher Weiterentwicklung geht es mir vor allem um Heilung und Loslassen. Das habe ich in dem Video auch schon ein bisschen früher erwähnt. Ganz grob zusammengefasst möchte ich einfach mit vielen Sachen aus der Vergangenheit abschließen, die ich bisher eher vermieden habe und mich eher davon abgelenkt habe. Ja, und ich möchte loslassen und endlich so richtig im Hier und Jetzt wieder ankommen und wieder bei mir selber ankommen. Unter Leidenschaften habe ich verschiedene Sachen. Einmal meine Hobbys. Für meine Hobbys habe ich mir im letzten Jahr oder generell in den letzten Jahren nicht sonderlich viel Zeit genommen. Das Einzige, was ich jetzt wieder angefangen habe, ist das Singen, indem ich wieder Gesangsunterricht nehme. Und da möchte ich auf jeden Fall auch mit weitermachen und es auch noch ein bisschen mehr vertiefen, indem ich zum Beispiel mehr übe. Ja, und auch meine anderen Hobbys, wie zum Beispiel Malen oder auch Gärtnern. Da möchte ich mir jeden Tag zumindest ein bisschen Zeit für nehmen, weil ich auch einfach gemerkt habe, gerade im Garten habe ich das sehr stark gemerkt, dass es für mich einfach ein super Ausgleich ist. Dann habe ich mein Studium. Das möchte ich dieses Jahr abschließen. Für alle, die es nicht wissen, ich mache ja ein Fernstudium, jetzt schon seit einiger Zeit. Ich bin schon seit über 2 Jahren dran und ich bin auch schon fast fertig. Mir fehlt echt nur noch so der letzte Schluss. Ja, und das würde ich gerne jetzt in den nächsten 2-3 Monaten auf jeden Fall fertig bekommen. Es ist halt auch einfach so etwas, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, was noch so eine Sache ist, die ich halt noch nicht abgeschlossen habe. Und es gibt noch so viele andere Sachen, die ich gerne machen würde. Es gibt zum Beispiel, also ich mache das Fernstudium bei der Academy und die bieten halt auch noch eine Weiterbildung an, sage ich mal, die ich auch noch gerne machen würde. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, die ich auch noch gerne machen würde. Und ich brauche einfach einen freien Kopf, um wieder neue Möglichkeiten irgendwie eingehen zu können. Und dann geht es außerdem auch noch um meinen YouTube-Kanal und auch um meinen Instagram-Kanal und dann eingeklammert auch um meinen Blog. Das Hauptding für mich ist auf jeden Fall YouTube und ich möchte mich dieses Jahr wieder mehr auf YouTube konzentrieren, weil mir das einfach am meisten Spaß macht. Und die letzten Monate war ich da so ein bisschen lost und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Und es ist nicht so, dass es mir an Ideen gemangelt hat. Also ich habe echt eine endlose Liste an Videoideen, die ich irgendwie umsetzen möchte. Aber vor allem hatte ich halt einfach nicht die Energie, das so zu machen, wie ich das wollte. Und dann war ich oft unzufrieden. Und oft hatte ich auch das Gefühl, dass ich irgendwie was vorspiele ein bisschen, weil es mir oft halt nicht so gut ging. Und dann habe ich ein Video gedreht, in dem ich aber irgendwie fröhlich war. Also in dem Moment ging es mir auch gut. Aber ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich versuche zu erklären. Auf jeden Fall hat es sich für mich oft sehr unauthentisch angefühlt. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich jetzt in einem der letzten Videos auch mal über alles so geredet habe. Weil es für mich einfach richtig schwer war, da einen Weg zu finden, wie ich einerseits zeigen kann, mir geht's oft nicht so gut, aber andererseits möchte ich halt auch, mir geht's halt nicht immer schlecht. Also irgendwie war es für mich einfach schwierig, da so einen authentischen Weg zu finden. Und ich habe einfach so viele Videos gedreht und wieder gelöscht, weil ich am Ende nicht zufrieden war oder weil ich irgendwie, ja, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und das möchte ich dieses Jahr nicht mehr. Es war für mich halt auch super frustrierend, die ganze Zeit an Sachen zu arbeiten und dann nicht zufrieden damit zu sein. Oder wenn ich ein Video veröffentliche, dann muss ich das einfach fühlen. Und wenn ich das nicht fühle, dann kann ich das nicht online stellen. Und da möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder meinen Fokus drauf legen, dass ich einfach Videos produziere, für die ich
brenne, für die ich einfach meine Leidenschaft habe. Und so war es eigentlich immer. Deswegen mache ich meinen Kanal auch schon so lange. Und letztes Jahr ist es in meinen persönlichen Struggles so ein bisschen untergegangen. Und für Instagram gilt eigentlich genau das Gleiche. Wobei da auch noch dazu kommt, dass ich noch nicht so wirklich weiß, was für Content ich genau machen möchte. Zum Beispiel mit den Reels bin ich so ein bisschen überfordert und so ein bisschen ratlos. Stories zu machen gefällt mir total gut, aber bei Reels und auch bei den Feedposts bin ich irgendwie noch so ein bisschen lost und da versuche ich jetzt auch noch so meinen Weg zu finden. Und mein Blog, den habe ich eingeklammert, weil darauf kann ich mich erst fokussieren, wenn ich die anderen Sachen quasi auf die Reihe bekommen habe. Der vorletzte Punkt sind die Beziehungen, das ist auch ziemlich privat, sage ich mal. Aber eine Sache, die für mich auf jeden Fall ganz oben auf der Liste steht, ist, dass ich hier Freunde finden möchte. Bisher war ich da noch nicht so wirklich aktiv auf der Suche. Also ich habe mich schon sehr abgekapselt. Aber das möchte ich in diesem Jahr auf jeden Fall ändern und mehr zu Events gehen und einfach aktiv nach Leuten suchen und neue Leute kennenlernen. Und das Letzte ist noch das soziale Engagement. Und da weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich, was ich machen möchte. Ich weiß nur, dass ich irgendwas machen möchte. Zum Beispiel wollte ich auch super lange schon bei Foodsharing mitmachen, also auch selber Abholungen machen und so. Aber irgendwie bin ich immer noch nicht dazu gekommen, diesen Test zu machen, den man da am Anfang machen muss. Aber vielleicht ist das die eine Sache, die ich dieses Jahr angehen werde. Ich könnte mir aber auch vorstellen, irgendein anderes Ehrenamt zu machen, zum Beispiel irgendwas mit Tieren oder mit Kindern oder so. Oder was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass es hier so verschiedene Gartenprojekte gibt. Weiß ich noch nicht so wirklich, muss ich mich noch genauer informieren und schauen, was es alles so gibt. Aber irgendetwas möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall machen. Ja, das sind meine Ziele fürs neue Jahr. Ich werde die jetzt nur noch quasi ein bisschen runterbrechen. Also jetzt für den Januar. Der Januar ist zwar schon fast vorbei, aber einfach so kleine Portionen, was ich jeden Monat machen kann, was ich jede Woche machen kann und danach dann, was ich jeden Tag machen kann, um diesem Ziel näher zu kommen. Und ich muss sagen, es ist echt schön, jetzt wieder Ziele zu haben, von denen ich auch weiß, dass sie mir wirklich etwas bedeuten, weil oft habe ich mir irgendwie Ziele gesetzt, die so ein bisschen leer waren am Ende und die ich dann nicht mehr so wirklich weiterverfolgt habe, weil sie mir nicht so 100% wichtig waren. Aber bei den Zielen, die ich mir jetzt gesetzt habe, weiß ich, dass es wirklich absolut Herzenssache und es ist mir alles richtig wichtig und irgendwie finde ich das sehr, sehr schön. Es fühlt sich sehr gut an und sehr motivierend, jetzt wieder so einen Weg zu haben. Und dann war es das für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euer Start in dieses Jahr war. Habt ihr irgendwelche Ziele oder Vorsätze, was ihr in diesem Jahr machen oder erreichen möchtet? Ich werde dieses Video jetzt schneiden und jetzt gleich noch online stellen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!